So, da sind wir wieder. 11.000 Schadenspunkte fehlen uns noch für die Container. Dann haben wir die 4, 5 Container. Womit fahren wir denn die 11.000? Womit versuchen wir denn unser Glück? Ich würde ja sagen, wir sind ja gerade Musashi gefahren. Das sieht er hier, ne? Musashi, Friesland, Prinz Eitel Friedrich. Aber die Runde, die müssten wir eigentlich wiederholen, ne? Die müssten wir wiederholen. 21.000 Euro. Ja, machen wir doch, machen wir doch, machen wir doch. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Prinz Eitel Friedrich, da haben wir sie doch. 16er Kapitän drauf, auf Secondary geskillt und dann Abfahrt. Abfahrt. Die eine Runde davor, die war ja so beschissen. 21. Das war aber auch ein Lemming Train, ne? Alle sind so zu zäh gefahren. Ich habe dann allein auf A gestanden und die. Hier ist reine 6er Match mit Träger. Ich fahre hier raus. Hier fahre ich raus und dann gucken wir mal. Wir haben im Gegnerteam haben wir eine Nürnberg, Devonshire, Pepsi Cola, Fuso. Oh, Fuso wird brutal. Wasp wird genauso. Gerde Fahrergut und eine Trento haben wir noch. Die werden auf jeden Fall, Trento und Gerde werden zusammenbleiben. Sind in der Nein, stimmt gar nicht. Da hab ich. Ich habe einen Knick in der Optik. Ich brauche eine Brille. Pepsi, Gerde, so rum. Und die Ranger und dann Bayern. Trento. Und. Ist nur eine Zweier. Okay. Ich dachte schon, ich muss zum Optiker. Ich muss zum Optiker. Der Molotow haben wir da noch. Ah, das ist schon ein schönes Schiff hier. Prinz Alten Friedrich. Dann lass uns mal gucken. Da. So. Was haben wir da? Haben wir die Ismael auf der anderen Seite. Eine Graf Spee. Auch ein sehr, sehr schönes Schiff. Und die Fuße kommt natürlich hier hin. Ja, danke. Danke. Pepsi, warum haust du denn ab? Warum? Warum fährst du da weg? Ist nicht nett, was du da machst. Gar nicht nett. Aber egal. Eine Ranger. Wo? Ich sehe keinen. Ich sehe doch keinen. Molotow. Mach mal Platz da. Ah, ich auch. Ich brauche auch Hilfe. Ich glaube die Fuso. HE-Fuso? Das sieht aus wie eine HE-Fuso. Tatsache. Tatsache, eine HE-Fuso. Oder oh, da geht die Nürnberg auf. Da geht die Nürnberg auf. Ja, 15 Sekunden. 10 hast du noch, Nürnberg. 10 hast du noch. Dann bin ich dran. Für dich bremse ich auch extra nochmal. Reicht das? Ja, ne? Dreh doch nicht rein! Nein! Boah. Ich treff dich. Oh, guck mal, das ist ein Ranger. Scheiße. Hätte ich jetzt die Fuso bei, ne? Das wäre ja... Ja, komm, First Blood holen wir uns. Der dreht. Warum drehst du denn? Upsala. Da war man in Nürnberg. Nächstes Ziel, Devonshire. Ah, da, wer steht denn da hinten? Alter, das ist ja brutal. Oh.
Warspit. 8000. 8000 in die Warspit. Ich glaube, ich habe einen Zerstörer am Arsch. Glaube ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ah, da tut immer so weh. Der dreht weg. Hallo, hallo. Was ist denn los mit euch? Ah, oh, da kommen die Torpedos. Ja, ich bin raus. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ich hab mein Fußblatt. Ah, oh, ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr. Das darfst du doch keinen erzählen. Ist doch der Wahnsinn, oder? Dann erklär mir mal einer, wie es die Fahrer gut blind eigentlich geschafft hat, hier hinzukommen. Die ist ja fast bei uns im Cap. Und unsere Fahrer gut steht natürlich hinter den Schlachtschiffen, ne? So muss das ja auch sein. Also der kannst du schon mal. Alles richtig gemacht. Sauber. Der hat alles richtig gemacht. Jetzt bin ich aber immer noch ein bisschen irritiert, wer von da geschossen hat. Ich glaube nämlich nicht, dass die Bayern so eine Reichweite hat. Oder war es die Fuso von... Nee. War eine HE-Fuso. Die Fuso... Ja, guck mal, da ist die Fahrer gut. Sie ist endlich mal aufgegangen. Boah, welch Wunder. Welch Wunder, sie ist aufgegangen. Molotow, schieß doch auf die Fahrer gut. Ja, du bist raus. Wahnsinn, Wahnsinn. Was willst du da noch zu sagen? Da kannst du gar nichts mehr zu sagen. Dann können wir ja gleich schön die Container aufmachen, ne? Dann haben wir die nämlich auch. Und vielleicht schaffen wir es auch, unsere Sammlung fertig zu kriegen. Viele fehlen, ich glaube zwei oder drei Bildchen fehlen uns da noch. Und dann haben wir die nämlich auch fertig. Die Fushun geht ins Cap, zumindest versucht es. Da fährt eine Gasstation. Ah, siehst du, guck mal, die Molotow ist raus. Der Molotow ist raus. Piu, 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 piu. Pepsi Cola ist auch raus. Wenn die Garlisonere, ne, clever ist. Stellt sie sich hier vorne ins Cap rein. Trifft die keine Sau. Weil die müssen alle rumkommen. Ja, außer der Flugzeugträger logischerweise. Ne? Aber der ist ja anderweitig beschäftigt. Aber normalerweise könnte der das machen. Schön hier vorne in die Kante rein. Müssen nämlich die Schlachtschiffe entweder kommen die dann ran oder die fahren noch weiter raus. Schieß doch nicht. Schieß doch nicht. Ah. So, reicht. Da kannst du stehen bleiben.
Oh, sehr schön. Du, da fahr doch nicht zu weit. Oh, Ranger, das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Wow, und er schießt halt, ne? Statt dass er zuerst die Ranger rausnimmt. Der eben am gefährlichsten werden kann. Nein. Ich schlag schon für die kommen nicht hin. Aber die Fushun, die ist ja auch drin, also von daher. Aber ich hätte zuerst die Ranger rausgenommen. Tja. Da kam eine Trento von hinten. Würde ich mal behaupten, ne? Ich glaube, du verlierst ein bisschen Säure oder so. Cooles Bild. Ma, ja. Sieht aus wie so ein Seuchenunfall. Die Fushun, die macht das. Oder auch nicht. Jetzt kommt nämlich der interessante Teil. Ja, die Trento. Was meint ihr? Gewinnen wir das? Verlieren wir das? Schön, New Mexico. Ich habe so eine dumme Befürchtung, so eine ganz dumme. Wir werden das Spiel noch verlieren. Ja, lass uns mal. Was haben wir denn da? Haben wir eine Pepsi? Da haben wir noch eine Graf Spee. Oh, der trifft halt. Ja, die Fushun, die wird gleich auch raus sein. Dann können wir eigentlich schon Wetten abschließen. Trifft er den? Nein, Glück gehabt. Hat er Glück gehabt. Aber da kommt ja noch eine Trento, ne? Oh. Das wird interessant. Das wird interessant. Lass uns mal gucken. Oh, Trento ist schon mal raus. Hat er, also da hat er schon mal Ruhe. Und wenn er sich jetzt noch ganz ruhig verhält und nichts macht, könnten wir das? Junge, es wäre auch sehr vom Vorteil gewesen, wenn du deine Anti-Ärmer ausmachst, ne? Da kommt der Fuso. Mal gucken, wer schneller ist. Fuso oder Fushun im Durchkappen. Weit hat das ja nicht mehr. Der dreht auch noch schön in die Torpedos rein. Fast. Da nimmt er einen mit. Da wird er zwei. Auch einen. Oh, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt wird es interessant. Jetzt geht's um Sekunden. Schafft das? Oder wird knapp. Oh, er ist drin, er ist drin. Ne. Er hat es echt geschafft. Oder ist das ist ja jetzt brutal.
Ja, das ist ja jetzt ärgerlich, ne? Jetzt muss er sterben. Oh, ist das ärgerlich. Der ist voll gelaufen. Der ist voll. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber wenn die Fushun jetzt stirbt, es ist ja wieder null, ne? Ist ja wieder komplett durchresettet. Ach, ja, doch. Das heißt, das wird echt. Oh, das wird übel, das wird übel, das wird richtig übel, wird das. Für die Fushun. Oh, das wird ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Damit ist er offen. Da. Ah, herrlich. Ist doch nicht wahr. Ich hab es gewusst. Wir werden die Runde noch verlieren. Ich habe es euch gesagt. Ich habe es euch gesagt. Ah, ist da geil, ist das. Das ist da, guck mal. Ah, hat die Ranger ein Glück. Wo zielt der hin? So schnell ist die New Mexico nicht. Warspit. Ah, ist da geil, ist das. Da brauchst du nicht mehr rushen, das ist die ist Geschichte, das ist vorbei, ist das Spiel. Ryo wird jetzt rausgenommen, die Warspit ist dann auch dran. Schön. Eine sehr schöne Runde. Eine sehr, sehr schöne Runde. Sehr informativ, sehr lehrreich, wie man es nicht machen sollte. Auch ich in meiner Prinz Friedrich Eitel. Prinz Eitel Friedrich, so rum. Ach, herrlich. Das ist doch. Das nehmen wir als Lehrvideo. Wie man es nicht machen sollte. Aber kriegst du den noch rüber, meinst du? Herrlich. Ah, ist doch nicht wahr, ist doch nicht. Ja, komm, ey. Ernsthaft jetzt? Warum? Warum? So, dann machen wir, guck mal, 7 Container haben wir. Lass uns mal gucken. Dann machen wir mal auf. Da. Duplikat. Ich brauche doch keinen. Ich glaube, 2 brauche ich nur, ne? Aber schön, Flagge wieder dazu. Nochmal ein Duplikat. Herrlich. Was haben wir denn noch? Nochmal ein Duplikat. Ich stelle mich dann mit den Fälschungen in Köln am Hauptbahnhof, okay? Also wenn ihr einer braucht. Ah, nochmal ein Duplikat. Das Wahnsinn, ne? Meine ich, 5 Stück waren das. Ja, sehr schön. Ja, da kommen die nicht vorhandenen Supercontainer. Die haben wir ja auch noch. Aha, 750 Free XP, sehr schön. Dann lass uns mal gucken hier in der Zusammenfassung. Können wir da Sammlungen, können wir da irgendein Duplikat eintauschen? Die, 3 Schiffe fehlen uns noch, siehst du. Da fehlt uns einer. Den haben wir voll. Da würde ich auch sagen, machen wir den. Da brauchst du 4 Stück. So, dann haben wir den nämlich auch voll. Dann haben wir die nämlich jetzt auch. Flügelsymbol. Da fehlt uns nur noch
die 2. Das heißt, wir bräuchten im Grunde noch 8 Duplikate. Im schlimmsten Fall. Im schlimmsten Fall dann 8 Duplikate. Und wir kriegen, lass uns gucken. Die haben wir ja jetzt. 6 Schiffe. Ach, 6 Container. Was wiederum heißt, das sind 6 plus in 1 wären 7 Duplikate. Das heißt, im allerschlimmsten Fall fehlt uns einer. 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 Ja, ja, sehr schön. Kriegen wir nicht hier irgendwo noch? Ist doch nicht wahr, ne? Ist doch jetzt ein dummer Scherz, oder? Kriegen wir hier nicht irgendwo noch so einen kleinen verkackten Container? Ist doch. Das sind die Hauptgeschütze. Große Jagd, kriegen wir auch nichts raus, ne? Ach, hier gibt's, oh, da gibt's 2 Supercontainer. Oh, wieso erfahre ich das denn jetzt erst? Bänder zerstört, 60 Bänder, 75 Bänder. Tage habe ich noch für die 2 Supercontainer. Ich glaube, es wird mal Zeit, dass wir damit der Herakles da, ne, dass wir uns die mal holen. Da gibt es, als würde es hier irgendwo noch einen Container geben. Da würde mich sehr wundern. Scheiße. Ach, ne, Wargaming, was soll das denn? Ist doch nicht.